Voicemail, Voicemail. Ich bin es, Rhythmia. Jake, du hast es geschafft. Professor Hastings wartet in der Vereinigung auf dich. Beeilung. Ja, und mit dieser Voicemail begrüße ich euch zurück zu einem neuen Part von Pokémon Ranger 2 Finsternis über Almia. Ja, wir sind wieder hier und, wir haben im letzten Part Schloss Almia absolviert. Tu es nicht. Okay, gut. Gut, dann machen wir es eben so. Ja, wir haben Schloss Almia gelöst, haben dort die Blaugeme von Lucario in Empfang genommen. Und nun geht es für uns zur Ranger-Basis zurück und werden dort die Blaugeme abgeben. Allerdings wird danach, es nicht direkt mit dem, mit der nächsten Mission vonstatten gehen, weil wir natürlich wieder Aufträge zu tun haben werden. Und da habe ich ehrlich gesagt schon keine Lust drauf, aber ich muss es ja tun, weil das nicht so spannend ist. Willkommen zurück, Ranger. Ist dein Gesicht vom Frost so rot? Es muss ja fürchterlich kalt gewesen sein. Wärme dich schnell wieder auf. Ist das die Blaugeme? Sehr gut gemacht. Exzellente Arbeit. Du hast dir für deine Leistung auf jeden Fall eine Belobigung verdient. Jack, ich befördere dich hiermit in Ranger Rang 6. Ja, das finde ich doch gut. Damit können wir bestimmt ein weiteres Pokémon dabei haben, denke ich mal. Die Poweraufladung erfolgt nun rascher. Cool. Du musst völlig erschöpft sein, Ranger. Würdest du dich gerne ausruhen? Nö. Wenn du müde wirst, gib mir einfach Bescheid. Ja, wir nehmen sie wieder, okay. Ja, weil wir ja jetzt, denke ich mal, Aufträge zu tun haben, ne? Oder? Einer. Ja, nee. Drei. Vier. Vier Aufträge. Na, wunderbar. Die erste ist in Havebrück. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, geht das Geschnibble wieder los und wir sehen uns dort. Oh, da sind wir ja schon. Entschuldige bitte, aber hast du jemals den Ruf eines Klingplim gehört? Ich dachte immer, Klingplim seien Pokémon, die nicht rufen. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Unser Klingplim war so lange allein, dass es vergessen hat, wie es seinen Ruf einsetzt. Hörst du bitte mein Anliegen an? Ich möchte gern, dass unser Klingplim einen wilden Artgenossen als Freund bekommt. Kannst du uns bitte helfen? Bestimmt. Ich habe von einem Klingplim gehört, das tief in den Stalagmitenhöhle lebt, die ins Schlottertal führen. Ich hoffe, dass du uns helfen kannst. Ah, da waren wir ja schon. Ach, jetzt muss ich da aber schon wieder hinfliegen. Och Mensch, das ist doch unnötig. Dann sehen wir uns dann in der Stalagmitenhöhle. Thank you.
Und da hätten wir Klink Plieben. Ja, das war mal wieder sehr lustig, hier hinzukommen. Aber naja, dafür ist mir aber aufgefallen, dadurch, dass die Poweraufladung jetzt so richtig schnell ist, vorsichtig, mein Bester. Das ist richtig cool irgendwie, finde ich. Da geht das viel einfacher, da gute Fänge zu bekommen. So, ich hoffe mal, dass du mir ein bisschen hier helfen wirst. Ah, so, okay. Ja, keine Ahnung, wie er sich da aus der Paralyse befreit hat. So, aber da hätten wir ihn. Wunderbar. Perfekt. Ich hoffe, es ist ein S-Rang, aber ich denke mal, ja, das wird nur ein A-Rang sein. Naja, okay. Gut, aber dafür haben wir jetzt Klingklim und bringen ihn dann nach Ravebrück zurück. Wir sehen uns, wenn wir dann dort wieder sind. So, damit hat sie endlich ihr Klingklim. Oh, du hast ein wildes Klingklim mitgebracht. Vielen Dank, Ranger. Oh, diese klingelnden Glocken. Oh, so hört sich also ein Klingblim an. Wie schön das klingt. Ja, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Oh Gott. So, die Belohnung. Das wird was sein von Rhythmia, wenn ich fragen darf. Aber wenn ich das auch so sehe, ist es auf jeden Fall schon cool, dass, wie gesagt, mit dieser Poweraufladung, also dass die jetzt stärker ist. Drachenabwehr. Okay. Ja, ich glaube, bald haben wir alles auf der ersten Stufe, was Verteidigung anbelangt. Nicht schlecht. So, unser Weg führt uns jetzt nach Camp Fröstel oder auch zum Schlosserteil, weil da werden die letzten drei Aufträge sein. Und ich würde sagen, komm, das schneide ich jetzt mal nicht, da, dank Staraptor, den kann man jetzt sehr leicht fangen durch diese Poweraufladung und dann, na komm, ich muss ja nicht alles schneiden hier. Ja, aber was ich eben schon mal so sagen kann, wenn wir hier schon bei so einem sehr langweiligen Abschnitt des Spiels mal wieder sind, Zelda Majora's Mask geht bald weiter. Pokémon ist ja beendet, da können es auf jeden Fall dafür... Boah, das war knapp. Dafür kommen... Und ja, wird ja mal langsam Zeit, dass das wieder weitergeht, weil... war ja jetzt eine lange Pause genug, was aber halt andere Gründe hat, die ich aber dann in dem Part dann ansprechen werde. Gut, so Staraptor, flieg uns zum Camp Fröstel. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht so oft irgendwas anderes Dummes hier machen müssen, dass wir direkt die Pokémon einsammeln können und dann halt die direkt abgeben können. So, den ersten habe ich schon gesehen, das ist der Forscher, der sich hier oben aufhält. Uff, es ist dermaßen kalt. Oh, du bist der Ranger von letztens. Ich bin es, Herbie. Du hast für mich in Havebrück ein Myrapla gefunden. Habe ich das? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich befinde mich im Schlossertal auf einer weiteren Forschungsmission. Professor Hastings möchte, dass ich in ein Pflanzen-Pokémon namens Rex Blizzard studiere. Aber ich bin für dieses Klima einfach nicht warm genug angezogen. Ich friere in dieser dünnen Kleidung. Ranger, darf ich dir erneut deine Hilfe in Anspruch nehmen? Darf ich dich bitten, mir einen Rex Blizzard zu bringen? Oh, nee. Das haben wir ja noch gar nicht gefangen. Da muss ich erst mal gucken, weil ich glaube, da braucht man nämlich ein Pokémon, dass das auftauen kann, glaube ich. Da muss ich mich mal kurz informieren. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn ich es gefunden habe. War das nicht sogar da auf diesem See? Oh Gott, das wird ja ein Spaß werden. Ach ja, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das mal wieder ein Spaß war, mit dem Polen hierher zu surfen. Naja, egal. Wir hatten zufällig ein Keifel da. Und Tackle 3 wird benötigt, um Rex Blizzard aus seinem Schneeschlaf aufzuwecken. Und ich denke mal, unser Partner-Pokémon Panflam sollte das ohne Probleme schaffen können, ihn da ordentlich zu schwächen. Weil vor allen Dingen Rex Blizzard ja sowieso eigentlich Pflanze noch was ist, Pflanze Eis. Ja, das lief ohne Probleme, würde ich mal sagen. Rex Blizzard wurde im Verzeichnis registriert. Sehr schön. Ja, das gibt schön viele Erfahrungspunkte. Das finde ich gut für unseren Funcom. So, und dann würde ich sagen... Ja, oder wobei, Empoleon ist auch nicht schwer zu fangen. Den fangen wir jetzt auch noch eben ein. Und
dann lasse ich mich eben in den Strudel reinfallen und dann sind wir eigentlich schon wieder da beim Camp Rossel. Ich hoffe aber, ich muss hier nicht nochmal wieder hier reingehen, weil dann habe ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr hier auf diesen Eissee. Eieieiei. Das nervt hier echt. So. Schön, dass das mit der Poweraufladung so läuft. Da kriegen wir, denke ich mal, bestimmt noch in diesem Part ein Level-Up zusammen. In diesem Schnibbel-Part. Oh, Junge, ich freue mich jetzt schon wieder auf die Nachbearbeitung. Naja, wenigstens ist das ja nicht immer so. Und ich hoffe, das gibt eine schöne Belohnung. So, Strudel, dankeschön. So. Das ist die direkte Abkürzung hier, damit wir wieder am Anfang sind. So. Wunderbar. So, und dann geht es wieder zum Camp Frostle. Und auf dem Weg hierhin sehen wir auch schon eventuell einen weiteren Auftraggeber. Aber wir sind mit der Hälfte durch. Ist ja schon mal was. Und ich bin schon bei 26 Minuten, die ich hier schon aufnehme. Davon insgesamt haben wir wahrscheinlich nur 10 Minuten gesehen. Wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich. Ah ja, egal. Weniger aufregen, hier jetzt das Abgeben, das Rexblisa. Oh, prima, eine Rexblisa. Vielen Dank. Als kleines Dankeschön verrate ich dir ein Geheimnis über Professor Hastings. Mal zwischen uns gesprochen. Professor Hastings niest so. Hatschu! Ja, wollte ich das jetzt so genau wissen? Ich glaube nicht. Egal. Wie dem auch sei. Wir kriegen eine weitere Belohnung. Ich hoffe, das ist was Geiles. Okay, was ist es dieses Mal? Was kriegen wir von Rhythmia? Kampfabwehr. Ich glaube, da haben wir jetzt jede Abwehr jedes Typs einmal, ne? Ja, jede Abwehr eines Typs einmal. Wahnsinn. So, aber ich glaube mal in diesem Haus hier, wo dieser eine Typ da ist. Genau, er hat auch noch einen Auftrag. Der Vater von Moritz Parmor. Es gibt etwas, das ich dich als Ranger gerne fragen würde. Du kennst doch die Verbindung zwischen Stalagmitenhöhle und Vereinigungsweg. Nun, in dieser Höhle fallen häufig große Eisblöcke von der Decke herab. Das ist nicht nur gefährlich. Die Eisblöcke versperren auch die Gänge und nehmen mehr als den halben Platz ein. Wir verfügen nicht über die Fähigkeit, solche große Eisblöcke zu beseitigen. Dann möchten wir dich bitten, sie aus dem Weg zu schaffen. Es gibt derzeit 3 Eisblöcke. Kannst du das gegen sie unternehmen? Ja, ich mache ja sonst nichts anderes. Ne? Ja, ist klar. Ich glaube, ich würde erstmal die andere nehmen sollen, weil ich glaube, die wird ein bisschen nervig sein, glaube ich. Na, ich werde das aber so machen, dass ich dann vom Vereinigungsweg aus dann da hochschwimme. Das wird das Beste, glaube ich, sein. Ja, wir haben, denke ich mal, hier... Ja, natürlich trifft er mich, ist klar. Ach ja, wir sind ja sonst sozusagen der Blöde für alles. Und das werden wir jetzt auch wahrscheinlich wieder tun. Ich denke mal, viel werden wir hier nicht mehr erleben. Weil gleich bin ich, muss ich auch weg. Eigentlich dachte ich, würde es hier vielleicht noch schaffen, hier noch was Spannendes zu erleben. Aber ich denke mal, wir werden nur noch die Aufträge machen können. Ach ja, ist das doch schön. Das ist doch so schön. So. Geschwind geflogen. Und ich hoffe mal, wenn wir dann noch die nächste Auftrag dann machen... Die nächste Auftrag, ja. Ich rede schon wieder so einen Müll zusammen. Nein, ich meine natürlich, wenn wir den nächsten Auftrag annehmen oder davor, wenn wir jetzt sagen, nee, wir wollen jetzt uns ausruhen, dass dann hoffentlich nicht direkt die nächsten Aufträge wiederkommen. Weil das wäre dann ein bisschen blöd. Nein, mit deinen Gläschen triffst du mich nicht. Bojelin. Sondern wir treffen dich mit unserem Kreisel des Verderbens. Nein, Verderben ist er ja nicht. Ja, ist das ja im Positiven. Ist ja das Gegenteil eigentlich für sie. Naja, gut. So, Bojelin. Und dann hoffe ich mal... Ach nee, stimmt, wir bräuchten ja auch noch... Moment mal. Ach so. Okay, hat sich erledigt. Ich dachte mal, hä, was ist denn da noch? Aber wenn so ein rotes Ding ist, dann heißt es ja, dass man da weiter kann. Aber in dem Fall hier nicht. Gut, es gibt da ja ein Dingsbums, ein Kamerupt. Wahrscheinlich werde ich das häufiger gebrauchen können, wenn ich das so sehe. So, ist hier schon was mit Eis oder nicht? Ich gucke jetzt mal nicht nach, in der Hoffnung, dass da jetzt nichts ist. Okay.
Ja, gut. Bis hierhin haben wir dann erstmal nichts mehr, okay? Gut, und ich würde sagen, da wir ja auch direkt in der Höhle von Kamerupt sind, werde ich mir das auch mal direkt fangen. Genau. Dieses dicke, fette Kamerupt. Ich denke mal, mit dessen Hilfe sollte das klappen, diese Eisdinger dazu zerstören. Oh, Alter, das ist eine Menge Power. Aber wir schaffen es direkt in einem Zug, es einzufangen. Sehr schön. Aber das wird wahrscheinlich sehr nervig werden, wenn ich immer wieder hin und her rennen darf hier. Aber ich denke mal, wir werden auf jeden Fall noch ein Level-Up hier zusammenkriegen. Immerhin eine Sache, was wir geschafft haben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Ja, Gorbett interessiert mich nicht, ja, das ist schon der erste. Brand 2 bräuchten wir, aber wir haben sogar Brand 3, das ist ja umso besser. Schön mit Flammenwurf drauf. Ich denke mal, dieses Eis sollte das nicht überleben. So. Ja, ich denke mal, das wird auch zu langweilig sein. Deshalb werde ich jetzt das Zurückrennen schneiden und wir sehen uns dann bei den Eisblöcken. Das wäre das Beste. So, Eisblock Nummer 2. Ja, kurz Ton weg, aber egal. Ihr habt ja vielleicht gesehen, gerade wir haben ein Level abbekommen, was ich sehr geil fand. Plus 5 bei Power, also heißt ja mit 65 KP und 2 in der Übertragungskraft. Also es ist schon nice. Gut, gleich noch zum dritten Eisblock. Natürlich ganz am Ende von der lustigen Höhle. Musst du mich jetzt nerven, du dämliches Golbert? Ich hab keinen Bock auf dich. So, Kamero, bitte schnell machen. Dankeschön. Wahrscheinlich werde ich gleich nochmal von diesem Golbert genervt, aber egal. Dann werde ich es gleich entfernen. So, muss ich jetzt nochmal extra zu dem Paramour hin, oder? Wahrscheinlich. Naja, gut, aber das ist jetzt ein Katzensprung von hier. Also da muss ich jetzt auch nicht mehr schneiden. Ja, okay. Nochmal zu Paramour. Nochmal von Golbert genervt werden. Ach ja, ist doch schön. Ist doch wunderbar. Ach ja, das ist so wunderschön. So, und dann noch ein Auftrag. Und ich weiß schon, was das für ein Auftrag sein wird. Der ist nicht ganz so anstrengend. Und dann haben wir eigentlich alles gelöst. Und das wird was sein, was uns eventuell noch helfen wird sogar. Doch, müsste uns sogar helfen. Doch, doch, doch. Also, das war eigentlich sogar auch gar nicht so schlecht, dass wir wieder die Aufträge gemacht haben. Aber ein bisschen nervig ist das schon. Und ich glaube, ich werde jetzt gleich noch ein bisschen überziehen. Aber ich mache noch eben das, die Gespräche am Ende. Du hast uns einen wichtigen Dienst erwiesen. Hab vielen Dank. Weißt du, es macht mich glücklich zu sehen, dass du mit Moritz befreundet bist. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt echt was. Was ist das, was sich gelohnt hat? Dieses Nervige hier abzuschließen. Immerhin haben wir sozusagen sind wir einen Weg gegangen. So, was wird die Belohnung sein? Ich bin gespannt. Wasserabwehr. Ah, Stufe 2. Also sozusagen jetzt nochmal Verstärkung gegen Wasser. Toll. Aber ob's das jetzt was gebracht hat, ich glaube eher nicht. Naja, gut. Zum letzten Auftrag, der ist im Schlottertal. Da sind wir ja vorhin schon vorbeigegangen, als wir das mit Rex Blisa gemacht haben. Und da werden wir ein neues Partner-Pokémon bekommen. Ja, jetzt ist nur natürlich die Frage, wird es vom Typ Eis sein oder Typ Wasser? Also zumindest eins von den beiden liegt auf der Hand. Ranger, können wir uns kurz unterhalten? Vor einer Weile habe ich gesehen, wie ein Hundemon ein Plinfer über die verschneiten Ebenen gehetzt hat. Ich bin ihm nachgerannt in der Hoffnung, das Plinfer retten zu können. Aber ich war zu langsam, etwas ausrichten zu können. Einem Ranger sollte es doch möglich sein, das kleine Plinfer vor dem Hundemon zu retten, oder? Natürlich. Okay, das ist prima. Ich glaube, die beiden rennen immer noch in den verschneiten Ebenen des Schlotterteils herum. Und ich denke mal, damit ist die Frage beantwortet, was für ein Partner-Pokémon wir bekommen werden. Es wird Plinfer sein.
Und deshalb werden wir es jetzt mal eben suchen und uns dann finden. Aber ich meine, das ist sogar hier, ne? War das nicht hier? Ja, hier war es. Hier in dieser Einkerbung. Spielt ihr Fang oder? Ich glaube mal eher nicht. Oh, und dann kommen beide direkt auf uns zu. Naja. So, Hundemon und Flintfer. Wir beide einfangen werden. Hoffentlich als Gruppenfang. Ja, nee, als Gruppenfang wird das wahrscheinlich nicht sein. Das Hundemon hat ein bisschen länger überlebt, aber egal. Wir haben die beide ganz gut gefangen. Es spuckt was, um anzugreifen, Plinfa. Und hat natürlich keine Fähigkeit, weil es sich uns gleich anschließen wird. Und wir werden ihn auch nehmen. Denn in meiner Erinnerung weiß ich, dass es jetzt wieder in ein Feuergebiet gehen wird. Und da wird uns Plinfa gute Dienste erweisen, denke ich mal, als Wasser-Pokémon. Ja, und wir wollen es uns natürlich als Partner-Pokémon nehmen, das ist klar. Plinfa hat sich als Partner-Pokémon angeschlossen. Ja, soll er. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt noch eben ein Staraptor und fliegen dann nochmal zur Ranger-Vereinigung und lassen dann den Tag ausklingen und dann gucken noch, was es so Neues gibt. Aber mit der nächsten Mission werden wir dann wohl erst im nächsten Part anfangen. Weil das war ja mal wieder schön lustig, die ganzen Aufträge hier zu absolvieren. Aber dann haben wir diesmal hier mal wieder was geschafft. Ordentliches. Wir haben jetzt gegen jeden Pokémon-Typ einen Schutz. Und sogar gegen Wasser sogar mehrfach, obwohl der nicht kommen wird. Aber wenigstens haben wir auch schon ein bisschen vorgesorgt, was die nächste Mission anbelangt. Sehr, sehr gut. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, Staraptor fliegt uns nochmal eben zur Ranger-Vereinigung. Und dann hören wir uns doch mal an, was es so Neues geben wird. Was jetzt die Blaugemee... Ja, was sie so... uns, wie die uns hilfreich sein kann. So. Da sind wir auch schon. Naja, jetzt nochmal wieder die ganzen Stockwerke hochgehen. Naja. Ist ja auch kein Problem. So, das sind wir schon im ersten und im zweiten und dann sind wir auch schon da. Und da bin ich ja mal gespannt, was es so geben wird. Du musst völlig erschöpft sein, Ranger. Ja, wir wollen uns ausruhen. Alles klar. Gute Nacht, Ranger. Am nächsten Tag. Einen guten Morgen, Ranger. Hast du wohl geruht? Heute ist der Tag der Tage. Wir werden die Kräfte der Blaugimme endlich einem Test unterziehen können. Begleite mich doch bitte auf das Dach. Okay. Ich habe für diesen Test ein spezielles Verstärkungssystem entwickelt. Es bezieht seine Energie aus der Lebenskraft unseres Baumes der Harmonie. Dort ist ein Podium, auf dem die Blaugimme platziert wird. Siehst du es? Unser Ziel ist es, die Kraft der Blaugimme nach ganz Almir zu übertragen. Das sollte die Wirkung aller miesen Kong-Gigas und heimtückischen Kong-Minis aufheben. Jack, die Ehre, die Blaugimme zu platzieren, ist natürlich die deine. Aber jetzt Beeilung, husch, husch. Ja, ist ja gut. Sieht aber schön aus, finde ich, das Teil. Und eine geheimnisvolle Musik. Haben wir immerhin doch noch ein Highlight in diesem Part, das Ende. Eingehender Bericht. Die in Havebrück wütenden Pokémon haben sich beruhigt. Sie sind wieder ganz sie selbst. Oh, bitte warten. Über Funk kommt gerade ein weiterer Bericht herein. Wow. Pokémon wurden gezwungen, in den Briseforst zu marschieren. Aber sie sind wieder zu Sinn gekommen. Sie scheinen frei von Kontrolle zu sein. Aha, genau wie ich dachte. Ein eindrucksvoller Erfolg. Die Blaugimme verfügt über die wundersame Kraft, den Schattenkristall zu negieren. Wo wir gerade davon sprechen. Was passiert mit unserem Dunkelstück? Irgendwas? Ist es diese Anzeige hier? Mal sehen. Ah ja,
Oh, super, es funktioniert. Die Kraft des Dunkelstücks ist gesunken. Aber was stimmt da nicht? Die Kraft ist auf null, nicht auf null abgesunken, nicht einmal nah dran. Ist vielleicht um ein Drittel zurückgegangen. Seht das als Erfolg? Oh, ich erhalte schlechte Nachrichten. Im Briseforst sind immer noch wilde Pokémon unter Kontrolle. Oh nein, bitte wartet mal kurz. Da kommen noch mehr schlechte Neuigkeiten rein. Die Pokémon von Havebrück, die wieder zu Sinn gekommen waren. Scheinbar beginnen sie wieder unter Hypnose zu geraten. Warum funktioniert das nicht? Die Kraft der Blaugemir reicht nicht aus. Ihre Wirkung ist unvollständig. Ist unser Blaugemir-Plan ein Fehlschlag? Oh, was ist das denn? Es sieht so hübsch aus. Ach du meine Güte, ach du meine Güte. Meine Brust leuchtet auch. Was ist denn nun wieder? Ihr da, leuchtende Leute, tretet näher an das Dunkelstück heran. Sieht nicht da wie Ulgötzen. Moritz, geh auch näher ran. Oh, wow, das ist der helle Schein der Jugend. Er wird immer heller. Das ist zu grell. Oho, was ist denn das? Das Dunkelstück ist durchsichtig geworden. Und nochmal, oha, die Anzeige ist diesmal auf null gefallen. Ganz wie ich gehofft hatte. Ich denke mal, ihr wisst, was das zu bedeuten hat. Glinda und Rhythmia, sagt mir, was genau verbergt ihr da auf eurer Brust? Und nein, denkt nicht, was ihr jetzt denken würdet. Nein, 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 so bin ich nicht. Ist es vielleicht dieser gelbe Anhänger, der da so leuchtet? Dieser Anhänger ist ein Geschenk von Siva, ein Souvenir aus der Haruba-Wüste. Vermutlich bin ich die Einzige, der er sowas gegeben hat. Was sagst du da? Mein roter Anhänger ist auch ein Geschenk von Siva. Er ist ein Souvenir aus den Brudellanden. Willst du damit irgendwas andeuten? Mein Anhänger ist viel schöner als deiner. Und wenn schon, mein Anhänger ist größer als deiner. Oh Gott, jetzt geht Zickenterror los. Schönheit ist wichtiger. Auf keinen Fall, Größe ist am wichtigsten. Aufhören, genug von dem Gequassel. Etwas anderes ist hier viel wichtiger. Die Reaktion, die daher ruhte, dass die drei Anhänger nah beieinander waren. Oder genauer ausgedrückt, dass die drei farbigen Steine nah beieinander waren. Die drei Steine harmonisierten miteinander, um die Macht der Dunkelheit zu negieren, wie ich vermutete. Und jetzt muss ich wie von Stock getreten hin und her rennen. Nun, da wir das wissen, wie geht es weiter? Ich brauche Zeit. Ich muss das noch gründlich analysieren. Bis Professor Hastings seine Analyse beendet hat, mögen die Ranger bitte ihre regulären Patrouillenfähigkeiten wieder aufnehmen. Tut euer Bestes, um euch um die Sorgen und Nöte unserer Bürger zu kümmern. Wenn eure Patrouillen abgeschlossen sind, meldet euch bitte bei mir zurück. Und gibt's wieder Aufträge oder haben wir das jetzt erledigt? Nee, alles bestens. Gut, dann würde ich sagen, wie das jetzt hier weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Auch wenn es nun wieder etwas langweilig war. Und dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder von Pokémon Ranger 2. Finsternis über Almia. Bis dann und tschüss, euer Jake.